Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet noch wieder der Schocker der Woche. Adi ist auch am Start, der läuft aber schon wieder weg. Der hat heute keine Lust, so wie die letzte Zeit schon nicht. Deswegen muss ich immer alles alleine machen. Wundert euch nicht über den Schocker der Woche dieses Mal und denkt dran, heute Abend wieder die Raid-Stunde, die nächste Raid-Mania auf meinem Kanal. Eine Stunde lang nehme ich wieder jede Einladung an, die reinkommt. Schafft ihr es mit eurer Raid-Truppe in den Stream? Schaffen wir es zusammen einen Raid zu machen? Werden wir einen Levelaufstieg vielleicht haben? Öffnet ihr fleißig die Geschenke, wenn ich euch was geschickt habe, wenn wir uns abgesprochen haben? Das alles heute Abend und jetzt geht es los! Angefangen hat die Woche hier beim Flexstroh mit einem Shiny Dusselgur. Jetzt habe ich männlich und weiblich in Shiny. Das habe ich auch ewig gesucht. Musste mir auch 20 Stück tauschen, bis das endlich mal alles geklappt hat. Ebenfalls Flexstrom hier, yes, ne? Wie der Yes-Man Brian Daniel mit einem 100% Lapras, wenn er es erlöst. Erlöst das nicht? Das ist die Frage aller Fragen. Würdet ihr es erlösen? Bockwurst King hier mit einem Shiny Slimer. Alex Hoffi, das saß gerade bei mir zu Hause. Ein Ständermon, würde ich wohl jetzt sagen. 100% Fleckmon. Im Online-Unterricht gebrütet beim Frederik Basler. So kann es auch sein. Einfach mal so ein Mohrenkopf. Nee, das ist ja rassistisch, oder? So ein Bimbo-Schmatzer. Ich glaube, das ist auch rassistisch. So ein Schaumstoff. Hupferl mit Migrationshintergrund. Dann die Jennifer auf jeden Fall. Das NATO habe ich heute gefangen, direkt mal entwickelt. Ne? Entwickelt ihr auch immer eure Shinies? Sammelt ihr Familien? Schreibt sie in die Kommentare. Flexstrom hat seine Goldmedaille, hat die 1000 Wayfarer-Vereinbarungen bekommen. Ich bin ungefähr bei der Hälfte bei 500. Ich habe schon ewig nichts mehr bewertet. Hannes Black zeigt uns hier einen schönen Stop, eine Arena. Die Arena habe ich gestern gefunden. Pikachu Power. Power bei Pikachu. Das ist auch ein Stromkasten, der verziert ist mit Pokémon. Das ist doch vollkommen okay, ne? Aber reicht bitte nicht nur Stromkästen ein, ohne irgendwas. Bockwurst King, Shiny Nummer 2 heute mit einem Shiny Visor. Dann bin ich Glücksfreunde geworden mit dem Carsten. Bockwurst King mit einem 100% Feli-Lu. Sören mit einem 100% Heatran. Darauf hoffe ich heute auch in der Raid-Stunde. Mir fehlt unbedingt noch ein 100er. Dann der Pushner, danke Ramses, perfekt für die Hyperliga. Der hat mir damals beim Incognito geholfen. Dafür hat er von mir noch einen Shiny Meltan bekommen. Hat er jetzt entwickelt und gepusht. Kommt genau auf 2499. Flexstrom, nice. Hat hier als täglichen Pokémon-Spawn einfach einen Emolga. Emolga meines Erachtens nach trotzdem extrem selten. Habt ihr schon einen Emolga bekommen und gefangen? Wild oder gebrütet? Habt ihr schon einen 100er? Schreibt es in die Kommentare, genau. Dann Frank Behren hier, Hallöchen, auch mal wieder Glück gehabt. Shiny Krypto Smogon bekommen. Sörel mit einem Shiny Traunfugil. Falco, mein erstes Alola Slimer Shiny mit dem Senfbart, wie man sieht. Julchen, Raidstunde genutzt. Noch ein Shiny Klick geradet, jetzt hat sie auch die Familie voll. Klick die Klack, Klick Klack und Klick. Alles am Start. Dann bin ich auch mit Kippen 18 zu Glücksfreunden mutiert. Julian bedankt sich, weil er aus meinem Ei ein Shiny Alola Mauzi bekommen hat. Thomas Samaschke aus dem Durchbruch 100% Zurukex. Das ist auf jeden Fall auch cool. Jetzt könnt ihr das ja nicht mehr haben. Es hat ja wieder gewechselt, neuer Monat. Jetzt bekommt ihr höchstens Alola Raichu, was ihr auch Shiny bekommen könnt, aber schon wieder Migrationshintergrund, ihr wisst Bescheid. Dann haben wir hier aus der Quest von Duhond ein Shiny Kapuno. Der schließt jetzt erst die Quest ab. Ich habe das bei 18 Accounts gemacht. Zweimal und habe nichts, gar nichts. Georg Halme hier mit einem Shiny Natu. Dann hat er sich noch bedankt. Schön, dass du angenommen hast, ne? Das war, glaube ich, auch in der letzten Raidmania sogar. Oder zwischendurch mal, keine Ahnung. Ich raid ja trotzdem jeden Tag, packe ich meinen Raid in den Discord und finde da ein, zwei Leute, die mitmachen. Gurli Dieter ist da auf jeden Fall richtig stark mit vertreten. Dann hier beim Tobias Weigel, ein Raid, zwei Shinies. Immerhin besser als Two Girls, One Cup, ne? One Raid, two Shinies. Jetzt neu. Für Raid am Mittwoch ein Shiny Pantimimi vom Max. Dann der Timo. Lol.
Was das? Hat das Fleugner gekackt? Ich wusste nicht, was das sein soll. Wir gucken es uns mal genauer an. Sieht aus, als hätte das dahin gesch... Ist aber eigentlich ein Pokestop, so wie das aussieht. Dann vom Dennis hier. Warum? Bin echt Medity verseucht. Würde ich eigentlich gar nicht mit reinnehmen, weil es ja von... wie heißt das nochmal? Genau, das ist ein von Instagram. Und der hat jetzt schon 6 Shiny Medity. Was macht man damit? Gab es da mal einen Community Day, den ich verpasst habe? Karin Suhl. Matri voll 100% Glücks-Pokémon. Das müsste eigentlich der Schocker der Woche sein. Guckt euch das an. Habt ihr überhaupt schon ein Matri voll entwickelt? Habt ihr ein Glücks-Matri voll? Habt ihr ein 100er Matri voll? Schreibt es mal in die Kommentare. Das ist auf jeden Fall ein richtig heftiges, vielleicht aber trotzdem dennoch nutzloses Biest. Ich weiß es nicht genau. Dann der Geitsch, der hat auch über Glück, ne? So wie es aussieht, 200er Zuru-Keks bekommen und jetzt ja auch ein Shiny Tansa aus den Rockets Dops, also Krypto-Shiny Tansa. Ich habe immer noch kein einziges Krypto-Pokémon als Shiny. Lugdorf, Dankeschön hier mit einem Shiny Glurak. Ihr wisst, ihr könnt aus den Mega-Raids immer noch die Entwicklungen als Shinies bekommen. Danke Frank für die Einladung, hat sich mega gelohnt. Sally Maus hier mit einem 100er Glurak plus eben geschlüpft. Shiny Vermicula, Bockwurstking, 100% Picochilla, Shiny Zickzacks, Kippen 18. Wieder mal ein Bild, das kann man mit, da kann man so viele Sachen dazu machen. Hier erfreut sich übelst. Ja, Mega Ei, ja, Mega Raid. Und dann im Fangbildschirm. Glurak, fertig. Uff, wie unlucky hier vom Tuli. Der hat sein Jirachi abgeholt. Und guck dir mal die Bewertung an. 10, 10, 10. Hat jemand eins, was schlechter ist? Geht das überhaupt? Ich weiß es nicht. Sören zeigt uns hier ein Raikou. Kurkuma-Behandlung. Frau färbt Katze aus Versehen gelb. Wie kann man das aus Versehen machen? Was ist überhaupt eine Kurkuma-Behandlung? Das würde es vielleicht erklären. Möchte ich aber gar nicht nachgoogeln, sonst steht das in meinem Verlauf. Dann denken die sonst was. Ebenfalls vom Sören. Huch, Shiny Pantimimi. Bockwurstking. Endlich Shiny Heatran. Shiny Heatran habe ich auch ganz viele wieder die Woche bekommen. Ich habe nicht jedes mit reingenommen. Das ist ja nichts Besonderes mehr. Aber heute Abend Shiny Heatran Raid-Stunde. Sei dabei. Leon Renz hier mit einem Shiny Osterhasen. Bockwurstking. Das sieht mega geil aus. Hat jetzt ein 100% Glurak. X entwickelt, ist das auf Max 3,8? 3,8 ist schon gut, kommt auf jeden Fall höher jetzt als das Bisaflor. Vielleicht auch höher als Turtok, ich habe jetzt leider das nicht mehr im Kopf alles. Fehlt nur noch ein Turtok beim Pet Shop Boy, der hat sich nämlich aus den Raids jetzt ein 100er Bisaflor gegönnt und ein 100er Glurak. Fehlt nur noch Turtok, genau. Vielleicht hat er zwischenzeitlich schon eins bekommen oder kriegt es jetzt, da die Mega-Raids ja eh geboostet sind, viel mehr auftauchen. Vielleicht kriegt er noch einen Turtok, wenn er das überhaupt möchte. Da kommt man gerne nach Hause. Sören kommt heim und da sitzt ein grüner, schimmeliger Affe bei ihm in der Ecke. Das möchte ich nicht sehen. Kellal, Sellal, wie auch immer, ein 100% Radfratz erlöst. Sellal, Kellal, wie auch immer, ein Shiny Turtok aus dem Raid bekommen direkt. Marcel F. Punkt. Mit einem 100% Galaporenta. Marcel F. Punkt. Und das Shiny Kaumalat. Das sieht aus wie ein Ü-Ei irgendwie, keine Ahnung. Leon mit einem Shiny Kapuno mit 675. Das kann doch niemals aus der Quest sein. Wo nehmen die das alles her? Der stündliche Spawn beim Mewtwo hier auch ein Shiny Chanera. Benjamin Engel 100% Glurak. Benjamin Engel Shiny Krypto Lapras. Wie viel hat er schon davon? Oder hat er bisher alles andere und das noch nicht? Jeder kriegt Lapras, Mann. Vielleicht soll ich mal Stops machen, dass ich auch Lapras krieg. Noah mit einem Shiny Nagelotz. Hannes mit einem Shiny Shinox und einem Shiny Krypto Lapras, ja wie auch sonst, hat ja jeder wie gesagt 100% Hornlio hinterher. Falco auch mit seinem 100%igen Glurak, auch X und 3850. Das scheint also wirklich Level 40, auf Level 40 gepusht zu sein auf Max. Muss ich auch noch machen und noch ein Raid dann gegen ein Bisaflor, das aber dann erst die Tage.
Ramses Schilling hier mit einem 100% Otaro, einem Shiny Europe, Bockwurst King mit einem Shiny Absol, Julchen, ich und ein Freund, beide 100er im selben Raid, hat sich gelohnt, und dafür braucht man Top TMs, ne? Dann könnt ihr nämlich Lore Kanonade da drauf knallen, wenn man das möchte, aber auf der anderen Seite, ich habe mit Glurak noch nie wirklich was gemacht. Beziehungsweise ich habe mein 100er entwickelt, dass das dann das schon hat und dann nachträglich, klar kann man das, aber ich habe meinen 96er verschickt, weil ein 96er ist kein 100er. 100er auf jeden Fall trotzdem aufheben, man weiß nie, wofür man das nochmal braucht. Bockwurst King, 100% Muschers, auf jeden Fall Top TM auch hierfür. Tobi G, kurz nach dem Raid in Suhl eingeladen worden, falls jemand eins braucht. Da habt ihr das gehört. Braucht jemand ein Shiny Heatran, meldet euch beim Tobi G, ihr wisst Bescheid. Dann hier ein richtig geniales Bild vom Casiopea, der kurz darauf aus der Gruppe ausgetreten ist. Vielleicht ist er vor Lachen vom Stuhl gefallen. Wir haben kein Wasser mehr. Wirklich? Benutze einfach deine Wasser-Pokémon. Was sollen wir nur tun? Es ist heiß hier in der Wüste. Wollt ihr mich verarschen? Ihr habt mindestens 3 Wasser-Pokémon. Und dann liegen sie alle tot in der Ecke. Was zur Hölle ist los mit denen? Ja, Wasser-Pokémon, vielleicht. Du kannst ja nicht einfach dein Pokémon benutzen und dann ist das ausgelaugt und hängt daneben vom Tobi G noch. Wähle dein erstes Pokémon. Ich wähle dich. Und dann ist der Professor Eich das Pokémon und orkt auf dem Boden rum. Bockwurst King mit einem Shiny Damier Blix vor der Haustür. Ist denn da schon Weihnachten, frage ich mich. Dann der Heiko auch mit. Junge, was ist da denn los? Der Heiko auch mit einem Mega Glurak, 100%, aber Glurak Y. Das kommt auf 4455. Wie brutal ist das denn? Wieso kommt das X nur auf 3,8 und das Y auf 4,4? Da finde ich das auf einmal viel cooler als das andere. Ich bin krass, Georg Halmi, Shiny Muschas. Plus 100% Knilz, plus 100% Schneebedeck, Noah mit einem Shiny Krypto, Rettan, Chelals, Zellal, Kellal mit einem erlösten 100% Rettan, macht immer seine Peak-Zeichen an die Pokémon dran, Viala mit einem Shiny Rettan, kein Krypto, deswegen sowas würde ich, also ist ja kein Shiny, egal. Wenn es soweit ist, sage ich es euch nochmal. Biala ebenfalls mit einem Shiny Zickzacks, Shiny Pupanz, Dragonite, Shiny Bronze, Shiny Bronze, Shiny Bronze. Das waren 3 verschiedene, wenn ihr genau hinguckt. Shiny Panzer Aeron, Shiny Sterndu, Shiny Griffel, Shiny Lucky, Alola, Slimer, Shiny Sepa, 100er Eboli, 100er erlöstes Relaxo, Shiny Alola Sandan, Lucky, Shiny, Lucky, Riolu, Mann, da muss, setzt euch mal hier hin und macht das mal, mein Kopf, Go Fest Ersatz Event, Shiny Merrill, das war bestimmt jetzt alles gerade davon, plus Shiny Pummeluff hat er ja noch und Shiny Furnifras, Lucky, schon wieder, da würde ich mich, alles Shiny Lucky, gleich alles weg in die Tonne rein. Shiny Magma, Shiny Radfratz, Shiny Nidorino mit Mütze aus dem Go-Fest-Ersatz-Event. Stellt euch das mal vor. Ist das getauscht zufällig? Shiny Reitschuhe, aber wo gräbt er das denn aus? Hat er jetzt seinen alten Account gefunden und holt alles hierher? Shiny Kiesling, auch noch 16.8. Gut, das ist gar nicht so alt. Shiny Scheinung, 26.8. Shiny Schmerbe, Bockwurst King, Shiny Schneebedeck, oh yes, baby. Procode Gaming, Raider Mittwoch, Shiny Sengo, hat er mir sogar 2-mal geschickt. Einmal hier, einmal da. Und ich hab's auch 2-mal abgescreent. Hab das noch bemerkt. Hab wieder eins gelöscht. Es wäre also ratsam, wenn ihr mir was schickt, schickt es bitte nur bei einem von den ganzen Portalen. Keine Sorge, ich sehe alles. Ihr müsst ja nicht denken, oh, ich schick's auf allen Vieren. Und dann habe ich das 4-mal drin und muss nicht sein. Einmal reicht auf jeden Fall. Endlich wieder ein 100er aus einer Aufgabe beim Falco. 100er Knilz. Flexstrom zeigt uns hier, aha, das Gasthaus Schilling. Wer es nicht kennt, kommt mal vorbei. Schleusingen, Thüringen, Gasthaus Schilling. Grüße gehen raus an Dr. Oppenheimer. Kennt man ja, ne? Dann wird nicht erlöst, Sir Abs, mit einem
Krypto-Macholo, was er zu einem 100er machen könnte, aber er macht natürlich ein Krypto-Machomai draus, weil das viel krasser und stärker vielleicht ist. Netter Tausch beim Noah, 100% Glücks-Kyokre, das ist auch sehr cool. Besser als irgendein Shiny, auch beim Noah, im Pokédex registriert ein Milzer. Getauscht, gebrütet, gefangen. Too less information, brother. You have to send me more about this Pokémon, you know. Noah auch noch mit einem Shiny Traunfugil, Thomas Rode hier 100%, Eboli, Hannes, Shiny Mauzi, Jacoby wollte ich sagen, das ist ja aus, der ist ja aus meiner Erdbette, der Yobay, im Pokédex registriert, erster Bisa Floor, Ray, Shiny, macht man einfach so nebenbei. Sören, Shiny Pantimimi, schon wieder. Wo ist das? Hoch 2? Müsste das jetzt mittlerweile heißen. Flexstrom, Shiny Glurak, Dr. Banani hat noch ein Superradar. Der hat einfach mal mitten bei mir im Stream, beim Kanal, in der gestern Stunde sich ein Krypto gönnt, ein Krypto-Sykun, während er da am Watchen ist. Dann Leon Renz noch 100% Aerodactyl, Noah mit einem Shiny Kramurks, ich bin's Bodi, ich habe 3 Tage auf Sierra gewartet, jetzt ist es einfach Shiny. Kannst du es in Raider Mittwoch aufnehmen? Klar, ich habe ja nicht schon so viele Krypto-Labras-Shinies in der Sendung, jeder außer mir, ich sag's euch. Hier stehen übrigens noch Apfel und Zimt, Winterkerzen, da kann man ruhig mal dran riechen. Gut an der nicht, die ist schon offener, ist lauter Dreck drin. Sir Ups noch mit einem Shiny Magnetilo, Jennifer mit einem 100% Heatran. Sie hat mir Glück gewünscht für heute. Ich habe ihr auch Glück gewünscht. Sie braucht einen Shiny, ich brauche einen 100er. Was wird wohl eher kommen? Mein 100er, ihr Shiny. Ich glaube, die Antwort kenne ich schon. Ebenfalls hat sie noch einen Shiny Shinux gebrütet, glaube ich. Nochmal Flexstrom, Aerofaktyl. 2 Stück in der Wildnis. Ist ja jetzt Eventspawn, das zeige ich euch aber wegen dem, was jetzt gleich noch kommt. Shiny zu Beerus. Dann hat er auch noch ein Shiny Aerodactyl bekommen. Das war wohl eins von den beiden und ist einfach erster Fang des Tages und Pokédex-Eintrag. Warum nicht? Kann man ja mal machen. Shiny Luturzel beim Geitsch. Würde ich eigentlich gar nicht mit reinnehmen, weil das ja eh so ein, das hat ja seinen begrenzten Forschungstag. Aber der Geitsch, der spielt ja erst seit gestern und ist natürlich was Neues für ihn. Freut er sich auch wieder mit Migrationshintergrund, sieht man ja diese breite Fresse, dass das Luturzel da hat. Auf jeden Fall richtig heftig. Flexstrom mit einem 100% Shiny Heatran. 2145 Schundo. Manchmal denke ich, Flexstrom ist der heftigste, krasseste Spieler, den ich kenne, was der immer für Sachen schickt. Jede Folge ist irgendwas richtig Krasses dabei. Dann habe ich dem ersten Gewinner sein Bisofang gegeben, beziehungsweise getradet. Für andere habe ich es auch gefangen, wie die so schlau waren und haben ihre Daten gegeben, dass ich das direkt auf ihren Account fange. Die haben sogar noch einen kleinen Bonus bekommen. Einer hat zum Beispiel noch ein Illumise und einen Tauchos bekommen, weil das zufällig in der Nähe vom Bisofang gesessen hat. Wer natürlich sagt, ich will, dass du 20.000 ausgibst, mache ich ja auch. Gib mir das Vieh rüber. Der hat halt nur das Vieh bekommen. So einfach geht's. Die anderen, da ist mehr Vertrauen. Da, ich spare da und dann gibt es auch noch einen Bonus dazu. Aber es wird ja keiner gezwungen für irgendwas. Wir haben jetzt aber noch den Schocker der Woche für euch. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom Krypto Saphir, denn der hat ja immer richtig krasse Statistiken, gerade was Go Rocket Kämpfe und so und Rocket Rübel besagt. Auch andere Kämpfe. Ich habe mal hier geschaut. Er hat mir was geschickt, weil ich da was erwähnt habe mit gewonnenen Kämpfen bei bestimmten Pokémon. Dieses Mewtwo, was er hier auf der Hand hat, hat 36.599 gewonnene Kämpfe. Das klingt auf jeden Fall richtig heftig. Ich weiß nicht, was wäre mein Pokémon mit den heftigsten Kämpfen auf dem Tacho. Kann man das irgendwo nachgucken? Wie kriegt man das raus? Muss ich jedes Pokémon in den Kampf schicken, um zu gucken, was dann da steht? Aber wer denkt, dass Mewtwo krass ist mit 36.000 und dass das total logisch ist, weil jeder Mewtwo einfach gegen alles nimmt, der hat das noch nicht gesehen.
Wonder Woman, ne? Ein Hytera. 41.043 gewonnene Kämpfe. Wer kämpft bitteschön mit Hytera? Hytera setzt ihr doch in die Arena. Hytera nimmt man doch nicht zum Kämpfen. Was? Ich habe keine Ahnung, was damit abgeht, aber das ist für mich der Schocker der Woche, dass das Hytera einfach mehr zum Kämpfen genommen wird als ein Mewtwo. Und dann ist es auch noch Wonder Woman. Habt ihr ein Pokémon, was mehr Kämpfe auf dem Buckel hat? Dann schreibt es mal in die Kommentare oder schickt mir ein Bild davon. Auch so wie hier. Ich wüsste gerade gar nicht, was man dafür machen muss. Im PvP vielleicht oder eine Arena angreifen. Vielleicht steht das da auch schon da. Ich weiß es nicht. 41.000 klingt auf jeden Fall viel. Vielleicht ist es auch wenig. Vielleicht habt ihr alle 100.000 da stehen. Zeigt mir auf jeden Fall mal euer Pokémon, was bei euch am meisten Kämpfe hat. Jetzt ist es doch gut. Dann schreien die da draußen rum, Junge. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Wir haben die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und den Schocker der Woche. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.